Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer hat im Gedenken an die Opfer des Volksaufstandes in der DDR 1953 zur Bewahrung von Freiheit und Demokratie aufgerufen. Der 17. Juni sei ein wichtiger Tag, an dem ein Grünen-Chefin Ricarda Lang hat zum Beharren auf grünen Kernthemen aufgerufen. Bei einem kleinen Parteitag in Hessen sagte sie, Klimaschutz sei am Ende des Tages nichts anderes als Menschheitsschutz. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck betonte, die Grünen hätten in den letzten 15 Monaten viel Veränderungen bewirkt. Veränderungen werden beklatscht auf Parteitagen, aber sie sind häufig auch Zumutungen. Und sie treffen auf eine Gesellschaft, die angespannt ist, nervös, porös, verängstigt ab der vielen Krisen und Kriegen. Er appellierte an die Grünen, keine Sehnsucht nach der Opposition zu entwickeln. Weil vielerorts Arbeitsplätze fehlen, rechnet der Wirtschaftswissenschaftler Joachim Ragnitz mit im Osten. Der stellvertretende Geschäftsführer des IFO-Instituts damit droht Bezirke. Vor einer weiteren Lohnangleichung müsse die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, die Produktivität, erhöht werden. Ganz gute Nachrichten für Bahnreisende. An diesem Wochenende drohen keine Warnstreiks bei der Deutschen Bahn. Nach Angaben der DB und der Gewerkschaft EVG sollen die Tarifverhandlungen für Kollegen weiter geführt werden. Diese Bahnreisende hatten